herzlich gegrüßt zu einem neuen Wandervideo. Ich nehme euch heute mit in den Steigerwald. Wir gehen auf den Schwanberg, starten am Wanderparkplatz Ringsbühl. Das ist bei Iphofen. Und hier ist ein großer Spielplatz, eine riesengroße Wiese. Es gibt Toiletten, es gibt einige Sitzmöglichkeiten. Die besten Voraussetzungen, um so eine Wanderung zu starten. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Ich nehme euch wieder ein bisschen mit. Vom Schwanberg wird Wein angebaut, oben habt ihr Wald und die Stadt Iphofen, die ich am Anfang erwähnt habe, die ist offensichtlich hier relativ bekannt für ihre Weine. Eine Pause. Wir sind fast oben und der Weg ist richtig schön breit und geteert. Das heißt also, mit dem Kinderwagen kann man hier ganz, ganz prima langfahren. Wobei man natürlich die ganze Zeit stetig nach oben fährt. Deswegen ist es natürlich anstrengend, aber auf jeden Fall machbar. Aussage mit dem Kinderwagen, denn kaum hatte ich das gesagt, sind wir um die Kurve gelaufen und dann kam ein richtig steiniger Weg und danach ging es ziemlich steil nach oben und mit einem Geländewagen zwar durchaus machbar, aber
schon ohne Kinderwagen unfassbar anstrengend. Deshalb also bis zum Ende der Weinberge okay. Auf jeden Fall machbar mit jedem Kinderwagen, aber danach wird's heikel. Leider hat es sich jetzt zum Ende hin zugezogen und es soll noch ein Regenschauer kommen, aber ich wollte euch noch unbedingt den schönen Schlossgarten zeigen. Zugegeben, Ende Winter, Anfang Frühling ist hier nicht wirklich was los, was die Blüten angeht, aber aus eigener Erfahrung kann ich euch sagen, im Frühjahr, im Sommer und im Herbst ist es hier wirklich traumhaft schön. Ihr könnt im Übrigen auch direkt hoch bis zum Schwanberg fahren. Ihr müsst diese Wanderung also nicht machen. Könnt hier den Schlossgarten genießen, auf den Spielplatz gehen. Es gibt auch ein kleines Café. Und ansonsten waren wir jetzt ungefähr 3,5 Stunden unterwegs, haben aber auch öfter mal die Aussicht genossen, Päuschen gemacht und ja, einfach eine schöne Wanderung erlebt. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen mitnehmen. Es hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, ihr Lieben. Macht's gut. Ciao.